Aalen hat schon 20 Punkte. Damit ist die Hälfte der Miete schon mal eingefahren für den Klassenerhalt. Und Paderborn hat 19 Punkte bislang geholt. Das ist deshalb so gut, weil nun viele Torgaranten und Leistungsträger die Mannschaft vor Saisonbeginn verlassen haben. Und als dann noch im Juni die Nachricht kam, Roger Schmidt, der Trainer, geht nach Salzburg, um ein bisschen mehr Geld zu verdienen, herrschte für einen Moment lang ein bisschen Alarm in Paderborn. Aber dann hatte jemand eine ziemlich gute Idee. Er dachte, Mensch, wenn Schmidt geht, dann holen wir einfach einen neuen Schmidt. Hauptsache Schmidt, Philipp Sommer. Stefan Schmidt heißt Paderborns Trainer. Größter Erfolg bislang, deutscher A-Jugendmeister mit dem VfL Wolfsburg letztes Jahr. Heute in Aalen jagt er schon einen Paderborner Vereinsrekord, den dritten Auswärtssieg in Serie. Paderborn in Rot, zunächst gejagt von entschlossenen Aalenern. Das ist Robert Lechleiter. Der Torminator, wie sie ihn beim VfR nennen, nach 5 Minuten mit dem ersten Angriff auf die Nerven seines Trainers, Ralf Hasenhüttl. Aalen klar besser. Vor allem über rechts mit viel Raum. Robert Lechleiter. Lechleiter, Brückner. Elfmeter fordert Lechleiter und tatsächlich, Paderborn wehrt sich mit Füßen und Händen gegen den Aalener Druck und hat Glück, dass Bibiana Steinhaus hier nicht pfeift. Die Unparteiische jetzt im Blickpunkt. Nach 23 Minuten gibt's Gelb für Aalens Andreas Hofmann, nach diesem Foul an Gilmanns. 13 Minuten später ist Hofmanns Arbeitstag zu Ende. Sein Einsatz gegen Zeitz für Steinhaus gelbwürdig. Nach seinem zweiten Foul muss Hofmann mit Gelb-Rot vom Platz. Hasenhüttl fassungslos. Aalen nach 36 Minuten zu 10. Dabei berührt Hofmann den am Boden sitzenden Zeitz nur minimal am Arm. Der Platzverweis zu hart. Und weiter geht's. Paderborn jetzt aktiver. Vrančić wird nicht gestört. Und dann gefällt von Oliver Barth. Kein Elfmeter, sagt Steinhaus. Die nächste Fehlentscheidung. Kurz vor der Pause wird's dann kurios. Das ist Demme. Naki gegen Fesic. Bumm! Und jetzt achten Sie auf Steinhaus. Die pfeift und zeigt an. Freistoß für Aalen. Seltsam. Naki nach seinem Abschluss hart getroffen vom übereifrig herausspringenden Fesic. Und dann wird diskutiert. Über Funk mit dem Assistenten an der Linie. Und plötzlich ist alles anders. Elfmeter, die Entscheidung von Steinhaus. Aber dann keine Karte gegen den Schlussmann. Das passt alles nicht zusammen. Hasenhüttl zum zweiten Mal völlig baff bei Paderborn. Der normale Elfmeterschütze Meha verletzt. Innenverteidiger Strodi gegen Fesic. Jasmin Fesic nimmt zumindest einer Entscheidung von Steinhaus die Brisanz. Unglücklicher Auftritt der 33-Jährigen. Paderborn jetzt besser mit Vrančić. Und da ist Gulde drin. Die Führung für die Gäste durch das erste Profitor von Manuel Gulde mit dem Hinterkopf. Bringt er Stefan Schmidts Team in Front. Aalen wechselt danach offensiv, Paderborn jetzt mit Raum, der eingewechselte Hofmann auf Brückner. Vrančić, der muss hier für einen entspannten Restnachmittag für Paderborn sorgen. Den hat einer garantiert nicht, Löwentrainer Rainer Maurer, auf Gegnerbeobachtung, während in München bei einer Krisensitzung über seine Ablösung beraten wurde. Die Schlussphase, Aalen mit großer Moral. Da ist Tim Kista. Kein Abseits wäre es gewesen. Aber es reicht nicht mehr für den VfR, der die Schuldige für die Schlappe schnell gefunden hat. Da muss ich ein bisschen auch, ja, Herr der Lage sein. Und ich glaube, Frau Steinhaus war heute absolut überfordert. Die gelb-rote Karte war konsequent. Und es ist nicht einfach, hier natürlich mit dem Publikum, was emotional dann reagiert, konsequent zu bleiben. Aber das gefällt mir. Stefan Schmidt ist ein Frauenversteher. Vor allem aber ist er ein Erfolgstrainer. Und noch ein kleiner Nachtrag zu Rainer Maurer, dem Trainer von 1860 München, den wir da eben gesehen haben auf der Tribüne. Nach Sportschau-Informationen wird Rainer Maurer morgen als Trainer von Zweitligist 1860 München entlassen. Sie wissen, gestern haben die Löwen zu Hause ganz überraschend gegen den ersten FC Köln mit 0:2 verloren. Es heißt, Alexander Schmidt, der Coach der zweiten Mannschaften,
soll das Training dann leiten. Wir schauen mal auf die Tabelle nach den zwei Spielen von heute und den dreien von gestern. Gutes Omen für Braunschweig. Bislang sind in der Zweitliga-Historie alle Mannschaften aufgestiegen, die nach 14 Spieltagen noch ungeschlagen waren. Kaiserslautern auf 2, Hertha auf 3. Ingolstadt, ja, nach 6 Spielen ohne Niederlage musste sich Ingolstadt mal wieder geschlagen geben. Chance verpasst, ganz oben anzugreifen. Paderborn bereits auf Platz 6. Sie ziehen an Aalen, 1860 und dem FSV Frankfurt vorbei. Schmidt macht's möglich. Und Platz 9 Aalen, das ist auch eine Überraschung. Der Aufsteiger. Und jetzt schauen wir mal auf die zweite Hälfte. Mit Ausnahme des Tabellenzehnten Köln und des 14. Dresden müssen alle Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte an diesem Spieltag noch ran. Und damit sind wir bei der Bundesliga von heute.